der Protest gegen Radikale und gegen Extreme, der übrigens nicht mehr so stattfindet. Es geht nicht mehr gegen Rechtsradikale, gegen Rechtsextreme. Es geht jetzt gegen Rechte, also auch gegen Teile der CDU und im Übrigen auch gegen Teile der SPD. In kaum einer anderen Partei ist rechtes, also konservatives Denken so weit verbreitet wie bei den Sozialdemokraten. Die linke Bewegung lebt davon, dass sie Mündel hat. Immer jemanden, um den sich kümmern kann. Und jetzt ist nur eine einzige Gruppe geblieben, um die sich die Linke kümmern kann, das sind die Palästinenser. Aber wenn ich mich um die Palästinenser kümmern würde, dann würde ich als erstes sagen, werdet mal die Hamas los. Das ist euer größtes Problem. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit, heute Henrik M. Broder. Herr Broder, schön, dass Sie da sind. Grüß Gott, Herr Friedrich. Ja, unsere letzte Aufnahme ging wirklich viral, also über 700.000 Klicks. Die Leute haben es wirklich ganz, ganz, ganz schwer abgefeiert. Den Link dazu findet ihr hier oben, unbedingt sehenswert. Es ist sehr amüsant und regt auch zum Nachdenken an. Und es gab so viele E-Mails und Briefe, wie ich noch bei keinem anderen Gast hatte, Herr Broder, muss ich wirklich sagen, also da kann ich nur sagen, Chapeau, Sie sind ein gern gehörter und gesehener Gast. Die Leute haben mich regelrecht genötigt, sie wieder einzuladen. Und ich empfehle auch nochmal das neueste Buch von Ihnen, Durchs irre Germanistan. Ich werde es unten gerne verlinken. Und hier schon mal ein Hinweis, wir werden mit dem Co-Autoren, mit dem Herrn Reinhard Mohr und Ihnen auch nochmal ein Sondergespräch führen. Und es wird dann auch auf diesem Kanal natürlich kommen. Deswegen lasst schon mal ein Abo da, wenn ihr zum ersten Mal da seid. Und ja, die Resonanz war großartig. Und in den letzten 6, 7 Wochen seit unserem Gespräch ist ja wirklich vieles passiert. Es ist ja immer noch das irre Germanistan leider. Aber bevor wir jetzt erstmal uns dem Status quo hingeben, eine Frage an Sie, Herr Broder. Was hat Sie in den letzten Wochen so richtig zum Lachen gebracht? Also als ich kürzlich von einer kardiologischen Untersuchung herauskam und die Ärzte mir sagten, mein Herz ist vollkommen okay. Und da habe ich richtig aufgelacht. Wobei der Hypochonder in mir natürlich nicht gelacht, aber der Rest schon. Sind Sie Hypochonder? Haben Sie so richtig Angst vor Krankheiten? Nein, aber ich kann mir jede Krankheit einbilden. Sagen Sie mir die Symptome und in 5 Minuten habe ich alles. Ja gut, die da draußen, die viele Menschen haben ja eine Art Massenpsychose, muss man ja sagen. Wir haben ja die Demos gegen rechts gesehen, die ja wohl auf einer Lüge aufgebaut worden sind. Wie ist es für Sie körperlich erträglich, so viel Wahnsinn da draußen zu sehen, zu erleben? Wir hatten auch schon privat mal drüber gesprochen, dass es doch schon belastend ist. Es ist schwerst belastend und es zeigen sich bei mir auch gewisse Verweigerungshaltungen, auch gewisse Ausfälle. Ich merke zum Beispiel, dass ich bei bestimmten Themen eine gewisse Erinnerungsverweigerung habe. So wie Herr Scholz? Herr Scholz ist neulich zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz mit einem Poster aufgetreten, da stand drauf, we remember. Oh, jetzt doch. Ja, we remember, aber von Cum-Ex und von Wirecard war dabei nicht die Rede. Aber an den Holocaust konnte sich noch genau erinnern. Ja, we remember. Nein, ich vergesse Namen oder ich will mich an Namen nicht erinnern. Ich habe so auch eine gewisse Diät mir selbst auferlegt. Ich gucke keine Talkshows mehr. Nur noch einmal am Tag Nachrichtenfernsehen. Ich bin immer noch ein Nachrichtenjunkie. Mein Tag fing mit der 5 Uhr Tagesschau an und endete mit den 12 Uhr Nachrichten bei RTL. Das ist passé. Nur noch einmal am Tag, weil mich das wirklich mitnimmt. Ich merke, es nimmt mich nicht nur gedanklich, psychisch mit, es nimmt mich auch körperlich mit. Das Schönfärben, das Schönlügen, das Umdeuten, Umdichten von Situationen, die begeisterten Berichte von einer Demo in Wolfsburg gegen rechts, an der auch der Vorstandsvorsitzende von VW teilgenommen hat, der dabei ist, ein paar tausend Leute zu kündigen, aber das spielt keine Rolle. Hauptsache, er läuft bei einer Demo gegen rechts mit. Das Land ist im Rechtswahn versunken oder im Antirechtswahn. Ich weiß es nicht. Aber es macht mir schon Sorge, wie sich Deutschland, wie schnell und wie gründlich sich Deutschland aus der Wirklichkeit verabschiedet. Jetzt kamen ja kritische Stimmen hoch und auch vielleicht ja ein paar Bedenken, ob diese Korrektivrecherche wirklich Hand und Fuß hat. Eventuell wurden die Menschen ja angelogen, beziehungsweise sind aufgrund einer Fake News auf die Straße gebracht worden, teilweise mit staatlicher Hilfe. Die Bundesregierung stand ja ganz vorne bei diesen Demonstrationszügen und hat ja die Bürger auch ermutigt und auch ja, gelobt. Ne? Also seid brave Bürger, macht da mal weiter so. jetzt sehen wir, dass dieses ganze Narrativ ein bisschen wackelt. Vielleicht war es ja doch eher eine Schutzmaßnahme, um die Ampelregierung zu schützen.
Wie sehen Sie das? Wie haben die Kollegen bei Korrektiv gearbeitet? Wir haben jetzt 7 eidesstattliche Versicherungen gesehen von Teilnehmern der Potsdamer Treffen, genau, die gesagt haben, sowas wurde nie gesagt, dass wir hier Menschen mit deutschen, also mit dem Migrationshintergrund und deutschen Pass ja ausweisen möchten. Was sagen Sie da als Vollprofi? Ich bin kein Vollprofi, aber ich bin ein Vollamateur. Und das gibt einem auch durchs Leben. Ja. Ich bin nicht eingeladen worden. Ich weiß nicht, warum ich diskriminiert wurde, warum mich Korrektiv nicht eingeladen hat. Aber wissen Sie, ich habe 15 Jahre beim Spiegel gearbeitet. Und wenn ich mit so einer Geschichte beim Spiegel angekommen wäre, hätte mich die Dokumentation des Spiegel, die alles überprüfte, einfach rausgeschmissen. Die hätten weder mich noch die Geschichte ernst genommen beim Spiegel. Und wenn Sie sich anschauen, was für ein Belastungsmaterial da vorliegt, es gibt keins. Es gibt eine Darstellung, die in der Meinungsform abgefasst wurde, weil bei Meinungen können Sie sehr weit gehen, bei Tatsachen setzen Sie sich der Gefahr einer Gegendarstellung aus. Es gibt keine O-Töne, es wird nicht gesagt, wer was gesagt hat, das fällt dann für Korrektiv unter Quellenschutz. Ah, okay. Und es wird auch nicht gesagt, wie die an das alles herangekommen sind. Haben Sie die Gespräche mit dem Richtmikrofon belauscht? Lag einer unterm Tisch? Hat sich jemand hinter einer Glastür versteckt? Ich weiß nicht, wie das Material erhoben wurde. Smartwatch. Es war wohl eine Apple Watch, mit der Ton- und Bildaufnahmen gemacht worden sind. Wobei es könnte auch eine alte Küchenmühle gewesen sein. Ja, Kaffeemühle. Weiß es nicht. Aber bis jetzt liegt nichts vor. Es gibt kein Aktenzeichen. Es gibt kein Ermittlungsverfahren. Es ist noch kein Verdächtigter per Hubschrauber nach Karlsruhe zum Ermittlungsrichter gefahren worden. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Es geht darum, dass 3 Tage nach Bekanntwerden der Geschichte in Berlin in der Volksbühne oder Schaubühne, glaube ich, Schaubühne, ein Stück aufgeführt wurde. Und das Ganze ist ein Stück. Vielleicht kein schlechtes, ich habe es nicht gesehen, aber es ist ein Theaterstück. Es ist eine Inszenierung. Und das Irre an dieser Inszenierung ist, dass sie mit regierungsamtlichem Segen erfolgt. Mhm. Ich denke, das hat es in der Bundesrepublik noch nie gegeben. Es hat es viel Irrsinn gegeben, viel Unsinn. Aber es hat es nicht einen Fall gegeben, wo die Regierung aktiv sich hinter eine Bewegung stellt, die auf eine Fiktion beruht. Sie sagen eine Lüge. Mir gefällt das Fiktion besser, weil da ist noch ein gewisser Unterhaltungsteil dabei bei der Fiktion. Und das ist einmalig. Das ist einmalig. Der Kanzler und seine Außenministerin haben gemeinsam an der Spitze einer Demo in Potsdam teilgenommen. Unser geliebter Bundespräsident, der Herr sei mit ihm auf allen seinen Wegen, unser geliebter Bundespräsident hat sich vor ein paar Tagen bei den Demonstranten bedankt, weil sie die Demokratie hier erhalten. Ich meine, wir haben den Bundestag, wir haben den Bundesrat, den Vermittlungsausschuss. Wir haben 16 Landesparlamente, 16 Regierungen, 16 Ministerpräsidenten. Wir haben ungefähr 1 Dutzend Ämter für Landes- und Verfassungsschutz. Wir haben hier eine intakte, funktionierende Struktur. Wir haben auch eine Gewaltenteilung, die weitgehend funktioniert. Wir haben alle Zutaten eines demokratischen Rechtsstaates und plötzlich ist der Rechtsstaat, der demokratische, verletzlich oder wie man heute sagt, volatil. Ich hasse dieses Wort, volatil. Der Staat ist verletzlich und hängt von der Gnade von ein paar tausend Demonstranten ab, die gestern noch gegen den Klimawandel demonstriert haben und heute sich der Waffen-SS in den Weg stellen, 80 Jahre später. Das ist doch irre. Ja, ist es. Ich bin bei Ihnen, absolut. Ich glaube auch, es ist eine Schmierenkampagne, weil man einfach Angst hatte, durch die falsche Politik die Opposition immer stärker werden zu lassen. Und es war wahrscheinlich ein Angriff auf die Oppositionspartei, auf die größte, auf die AfD. Und wir beide sind jetzt nicht Befürworter dieser Partei, aber nichtsdestotrotz ist ja die Demokratie doch irgendwie in Gefahr. Und deswegen kommt jetzt auch auf einmal ein Demokratiefördergesetz von der Ungeheuerlich. Nancy Faeser, genau, was ist denn da Ihre Meinung als Journalist, aber auch als Bürger dieses Staates? Also ich sage gleich, dass ich nicht genug weiß, aber wenn es sowas gäbe, wüsste ich es wahrscheinlich. Ich glaube, es gibt kein Land mit einem Demokratiefördergesetz. Vielleicht hat es das in Albanien unter Enver Hoxha gegeben oder vielleicht existiert das heute noch in Nordkorea oder in Kuba. Aber ich kenne kein demokratisches Land, keinen demokratischen Staat mit einem Demokratiefördergesetz. In einem normalen Land bringt das Volk der Regierung die Demokratie bei. Muss sich das Verständnis durchsetzen, dass diejenigen, die regieren, unsere Angestellten sind.
Wir haben sie gewählt und wir können sie wieder abwählen. Und wenn ich mit der Leistung meiner Werkstatt, die meinen alten Daihatsu pflegt, nicht zufrieden bin, gehe ich in eine andere Werkstatt. Aber hier hat sich inzwischen eine Ansicht durchgesetzt, die ich für wirklich gefährlich und zersetzend halte. Nämlich, dass es eine Einheit gibt zwischen Staat und Regierung. Die Regierung ist der Staat und der Staat äußert sich in der Regierung. Nein, das ist nicht so. Das ist kein demokratisches Verständnis. Auch der Protest gegen Radikale und gegen Extreme, der übrigens nicht mehr so stattfindet. Es geht nicht mehr gegen Rechtsradikale, gegen Rechtsextreme. Es geht jetzt gegen Rechte. Gegen Rechte, also auch gegen Teile der CDU und im Übrigen auch gegen Teile der SPD. In kaum einer anderen Partei ist rechtes, also konservatives Denken so weit verbreitet wie bei den Sozialdemokraten. Und das alles wird auf eine Weise durchgesetzt, die mich einfach erstaunt. Wie kann man mit so etwas Millionen von Menschen in Bewegung bringen? Ich glaube, es ist der alte Gedanke der Volksgemeinschaft, der gerade wieder auflebt. Ich sehe im Fernsehen jeden Tag Berichte von Demonstrationen. Ich tue mir das noch an, wenn auch nur einmal am Tag. Und es gibt, und die meisten Leute, die zu Wort kommen, okay, das sind Interviews auf der Straße, die kann man auch manipulieren, aber doch nicht in ganzem Umfang. Die meisten Leute sagen, es hat sich so gut angefühlt. Wir waren mit Leuten zusammen, mit denen können wir uns unterhalten. Also keine Störenfriede wie Sie und ich, sondern Leute, die einer Meinung sind. Und ich denke, das ist okay so. Das ist okay so. Ich spreche auch gerne mit Leuten, die meiner Meinung sind. Da muss ich keine Überzeugungsarbeit leisten. Weniger anstrengend. Ja, das ist anstrengend. Aber das ist nicht das demokratische Prinzip, dass man mit Leuten spricht, die schon zum selben Verein gehören, und zwar eine ganze Weile. Und diese Zufriedenheit der Demonstrierenden, wirklich, das wird auch schon gegendert. Diese Zufriedenheit der Leute lässt auf gewisse emotionale Defizite schließen. Also, aber da sind sie zusammen, da sind sie unter sich. Und mir war das immer suspekt, mir war das immer suspekt. Ich habe immer, am meisten habe ich die Zeit gehasst, die 2 Wochen, die ich im Landschulheim mit der ganzen Klasse verbringen musste. Das war für mich eine enorme Bestrafung. Einmal habe ich auch gekniffen. Aber hier kommt es wirklich auf das Zusammengehörigkeitsgefühl ein. Das heißt ja inzwischen auch Zusammenland. Deutschland ist ein Zusammenland. Das ist ein riesiges Missverständnis, wenn nicht ganz Bosheit. Zusammengehörigkeit äußert sich anders. Ich habe nichts gegen Fußballfans, die mit der deutschen Flagge herumlaufen, wenn die deutsche Mannschaft wieder gewonnen hat. Das ist alles harmlos. Aber man kann nicht ein Zusammenhaltsgefühl konstruieren oder aufstellen, aufgrund von was? Gegen die Nazis zu sein. Übrigens, das deutsche Nationalgefühl war selten darauf gerichtet, was man ist oder was man sein könnte. Also ein Volk mit Erfindern, mit Musikern, mit Literaten. Das deutsche Nationalgefühl war gegen jemand immer gerichtet. Es hat sich dann in so Floskeln erschöpft wie jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Dann ging es gegen das perfide Albion oder die Weltherrschaft des Judentums. Es ging immer gegen etwas. Ich weiß nicht, welcher. Okay, 1848 in der Paulskirche, da ging es für etwas und um etwas, ist aber gründlich gescheitert, 1848. Und jetzt ist es wieder gegen etwas. Und das Tolle ist, es geht gegen ein Phantom. Genauso gut, denke ich, könnte man die Massen auf die Straße bringen, die sich gegen das Ungeheuer von Loch Ness aussprechen. Oder, ich weiß nicht was, gegen die Wiederkehr von Heinrich dem VIII., das Regierungsamt in London. Gegen den Klimawandel. Ja, und jetzt ist es der Klimawandel. Der Klimawandel ist es nicht mehr, das hat erstaunlicherweise nachgelassen, und zwar nicht aufgrund vernünftiger Argumente, sondern weil man die Aufmerksamkeit vollkommen verlegt hat auf den Kampf gegen rechts. Das ist ungefähr so, als würde, ja, wie soll ich dazu sagen, als würde eine Truppe von Nonnen sich überlegen und in einem Bordell anheuern, nicht? Völliger Seitenwechsel, aber man bleibt seiner Aufgabe treu, den Leuten zu dienen. Ja, genau. Apropos Prostituierte, so könnte man ja auch dann über die sprechen, die vorher eigentlich die Protagonisten bei diesem Klimawandel waren und auf einmal die Maske eigentlich nur umdrehen und auf einmal dann auf der Bühne stehen gegen Rechts oder gegen Rechtsextreme. Und wir sind beide ja auch gegen Extremismus. Also wir sind gegen Klimaextremisten, radikale Religionsfanatiker und aber auch gegen linke Extremisten genauso. Natürlich. Rechte. Und jetzt steht da auf einmal Luisa Neubauer, hat vorher immer gewettert für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel anzukämpfen, jetzt auf einmal gegen rechts. Also anscheinend sind die Schauspieler immer die gleiche, nur das Bild ändert sich.
Ja, das ist eben alles ein Theater. Jedes Theater hat ein festes Ensemble. Dazu kommen dann Gäste. Und dieses feste Ensemble kann ein Shakespeare-Stück genauso spielen wie ein Stück von Molière oder Milowitsch. Es sind halt eben Schauspieler. Und ich fand das bewundernswert, wie schnell Luisa Neubauer sich ein neues Kostüm angezogen hat. Greta hat sich Gott sei Dank, ich habe es geahnt, ich habe es nicht gewusst, aber ich habe es geahnt, als Antisemitin entlarvt. Wissen Sie, allein dieser Fanatismus, mit dem sie auftrat, how dare you? Ich denke, das muss in irgendeine Judenaffäre enden. Weil da jetzt eine Affäre über Juden. Ja, ja, klar. Ja, aber apropos Antisemitismus, wir hatten jetzt diesen schrecklichen Vorfall, dass in Berlin ein Student brutal zusammengeschlagen wurde. Ich möchte jetzt sagen, in Anführungsstrichen, leider nicht von einem Deutschen, weil sonst hätten wir es überall in den Medien, hätten auch schon die ersten Lichterketten, sondern von einem wohl Mustafa, also eher aus dem muslimischen Bereich, also gelebter Antisemitismus. Und da hört man da relativ wenig drüber. Ich habe jetzt noch keine Demo gegen Antisemitismus gesehen, sondern ich sehe eher noch Palästina-Flaggen auf den ganzen Demos. Also wie können Sie sich das erklären? Also was ist da passiert? Es gab schon ein paar Demos, aber die waren kläglich, die waren geradezu erbärmlich, organisiert von ein paar jüdischen Vereinen und der jüdischen Gemeinde. Und da standen so 100 bis 300 Leute rum und wussten eigentlich, was sie da sollen. Während die Demos gegen Israel und pro-Palästina wirklich Massen angezogen haben. Wobei, soweit ich das sehen konnte, im Fernsehen waren diese Massen eher mit Migrationshintergrund versehen. Also es waren nicht allzu viele Bio-Deutsche, die da mitgelaufen sind, aus den üblichen linken Fanatikern. Ja, die Geschichte, die Sie erwähnt haben, die ist furchtbar. Die Welt hat vor kurzem die Online-Ausgabe einem Foto des verprügelten Studenten aufgemacht. Ganz schrecklich, ein zerstörtes Gesicht. Es wird lange dauern, bis die Wunden verheilt sind und die Psychowunden werden nicht verheilt. Im Übrigen, Sie sagten Antisemitismus, das wird noch untersucht. Das ist eine Frage der Ermittlungen. Okay. Wissen Sie, das ist, steht noch nicht fest. Ja. Es kann sein, dass die sich irgendwie über die Farbe der Hemden zerstritten haben oder was auch immer. Vielleicht war der eine pro Links und der andere pro FDP und das Ganze kommt. Nein, es wird darüber diskutiert, ob das Antisemitismus war. Mhm. Das erinnert mich an dieses fantastische Titelblatt von Titanic. Erinnern Sie sich, vor 10, 12 Jahren. Und dann ein Problem aber bleibt, war Hitler Antisemit? Fragezeichen. Das genialste Titelbild von der Titanic. Ja, und dieser Schläger, der den anderen zusammengeschlagen hat, der ist für 2 Monate mit einem Hausverbot belegt worden. 2 Monate Hausverbot. Die Polizei untersucht, ob es Antisemitismus war und ob er vielleicht motiviert war oder ob vielleicht der israelische Student vielleicht ein böses Gesicht gemacht hat und hingesehen hat. Das ist auch immer die Frage, wie weit die Juden provozieren. Das muss dann auch berücksichtigt werden. Und es gab eine Debatte in Berlin, ob er exmatrikuliert werden kann. In Berlin geht das nicht. Ich wusste es nicht, ich habe es jetzt erfahren. In Berlin gibt es ein Hochschulgesetz, das Exmatrikulation von straffällig gewordenen Studenten nicht erlaubt. Was? Wie bitte? Ja. Was denn? Ja. Wer hat das verbrochen? Ich meine, schwere Körperverletzung ist schon ein bisschen mehr wie Schwarzfahren ohne Fahrschein, nicht wahr? Ja. Auch ein bisschen mehr wie Ladendiebstahl aus Not. Nein, da kann nicht exmatrikuliert werden. Die jetzige Koalition arbeitet daran, das Gesetz zu ändern für zukünftige Fälle. In dem Fall geht es nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, falls sich der verprügelte jüdische Student erholt, dass er und der Typ, der ihn zusammengeschlagen hat, dass die demnächst im Hörsaal nebeneinander sitzen werden. So kommt man sich näher. Das ist Zusammenland, nicht wahr? Ja, schrecklich, schrecklich. Aber das zeigt auch wieder mal, dass die Linken ja sowieso ein kleines Problem haben mit, ich will nicht sagen mit Antisemitismus, aber natürlich mit mit der ganzen Palästina-Geschichte auch, ne? Und wie Sie gesagt haben, vielleicht war dann die heilige Greta doch irgendwie fanatisch unterwegs. Und ich finde es nur faszinierend, wie halt einfach dann die Themen rotieren, ne? Dann ist es halt heute mal der Klimawandel, morgen ist es dann irgendwie Palästina und übermorgen ist es dann irgendwie das böse Rechte. Ich glaube, die Menschen merken aber auch, dass sie hier ein bisschen hinters Licht geführt werden, weil die Umfragewerte, bei der AfD gehen zwar zurück, aber es könnte auch zurückzuführen sein über BSW oder Werteunion oder dass jetzt Leute doch die CDU wählen oder die FDP. Zögerlichkeit der Leute zuzugeben, dass sie AfD wählen, nicht? Genau. Also ich meine, die sind ja immer noch bei, glaube ich, 20%, die AfD. Glauben Sie denn, dass, wenn wir jetzt Wahlen hätten, dass es dann eine neue Regierung geben würde, wäre es dann schwarz-grün oder würde dann doch irgendwie was ganz Neues passieren? Und glauben Sie, es wird Veränderungen geben überhaupt im Land oder ist es dann nur ein Weiter-so?
Also nur noch ein Wort zu den Linken und Israel und Palästina. Ja. Linke hat ein manifestes Antisemitismusproblem. Ich habe viel darüber geschrieben, ich mag das an der Stelle nicht elaborieren. Vielleicht nur ein Satz. Der Linken sind ja alle Mündel davon gelaufen. Die linke Bewegung lebt davon, dass sie Mündel hat. Immer jemanden, um den sie sich kümmern kann. Und das war mal die Arbeiterklasse, dann war es die Dritte Welt, und dann war es die unterdrückten Baumwollpflücker in Alabama, und dann waren es irgendwelche Freiheitskämpfe in Nicaragua, was auch immer. Und jetzt ist nur eine einzige Gruppe geblieben, um die sich die Linke kümmern kann, das sind die Palästinenser. Und an sich kein schlechter Gedanke. Aber wenn ich mich um die Palästinenser kümmern würde, was ich gelegentlich auch getan habe, wenn auch umschreibend, dann würde ich als erstes sagen, werdet mal die Hamas los. Das ist euer größtes Problem. Das zweitgrößte Problem ist die Besatzung durch Israel. Aber das allergrößte ist die Besatzung durch die Hamas. Das tut aber die deutsche Linke nicht, weil sie dann um ihre Rolle gebracht würde, der Förderer, der Kümmerer zu sein. Aber auch das wird irgendwann kollabieren. Auf Ihre Frage zur Regierung, keine Ahnung. Wirklich, ich würde mich nie trauen, eine Prognose abzugeben. Ich fürchte nur eins. Auch die nächste Regierung wird es genauso schwer haben und sie wird vieles nicht anders machen können, weil die Pflöcke schon eingerammt sind. Ja, ja. Die Migrationspolitik, die Ökologiepolitik, die Politik der Steuererhebung oder der Steuerverteilung, was auch immer, und vor allem das Schuldenmachen und die Ideologie, dass wir für das Weltklima verantwortlich sind. Das alles hat Deutschland Milliarden gekostet, auf einen Holzweg geführt. Und der Point of No Return, fürchte ich, ist überschritten. Man kann die Uhr nicht zurückdrehen. Man kann die Migranten, die hier sind, nicht rausschmeißen, nicht rausbitten. Ich bin auch nicht dafür, ganz im Gegenteil. Ich finde es nur sträflich, dass man Leute herholt, um die man sich nicht angemessen kümmern kann. Wir bringen die Leute in ehemaligen Kasernen um, wo sie keine Privatheit haben, wo sie kein Eigenleben führen können, wo sie getrennt sind durch ein paar Bettlaken, die mitten im Raum hängen. Das ist nicht menschenwürdig, was wir aus der Mitte unserer Herzen den Flüchtlingen zumuten. Man kann auch die Finanzpolitik nicht zurückdrehen, man kann die Schulden könnte man loswerden durch den Währungsschnitt zum Beispiel, das wird wahrscheinlich auch kommen, aber viele Dinge sind irreversibel. Deswegen wird die nächste Regierung nicht viel anders machen können. Sie wird es vielleicht in einer anderen Tonalität machen. Und sie wird es, lieber Gott, höre auf mich, sie wird es vielleicht ohne die Grünen machen. Aber die bleiben die Probleme. Ja, ja. Martin Sonnenborn, der Chef der Partei, der hat einen sehr klugen Vorschlag gemacht. Okay, wir verbieten die AfD, aber wir verbieten auch die Grünen. Und das ist wirklich eine glänzende Idee. Der Mann ist ein Satiriker, aber ich hoffe, er hat es ernst gemeint. Ja, also das grüne Wirtschaftswunder bleibt ja tatsächlich aus. Ja. Sogar die Prognosen nochmal zurückgenommen werden. Statt 1,3% Wirtschaftswachstum mickrige 0,2%, was eigentlich schon eine Rezession bedeutet. Next to nothing. Das ist irgendwie ein statistisches Kunststück, es nicht unter Null fallen zu lassen. Ja, ja, also genau, da hat wahrscheinlich auch wieder ein bisschen ein Hütchenspielertrick verursacht, um da irgendwie Statistik nochmal zu pimpern oder nach oben zu bewegen. Also es ist schon krass, mit was für Fehlleistungen diese Regierung das Land teilweise spaltet, aber auch schädigt, wie ich finde. Und unser grüner Wirtschaftsminister hat sich ja auch wieder dann ein bisschen lächerlich gemacht im Bundestag, weil er gesagt hat, ich glaube, Spahn war vorne dran, hat gemeint, ja, der Wirtschaft geht es schlecht. Und dann hat Habeck reingerufen, nein, es sind nur die Zahlen, die schlecht sind. Also das ist so wie die Leute, die Bäckerei geht nicht insolvent, sie produziert nur keine Brötchen mehr. Ne? Also ja, ja. Wenn man halt von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, das wäre so, wenn wir beide sagen würden, wir bauen jetzt irgendwie Raketen oder so. Ne? Ja, ja, ja. Es ist ungefähr so, ich nehme das Beispiel jedes Mal auf, weil es auch meinem tiefen inneren Bedürfnis entspricht. Ich habe ja einen Führerschein und ein 14 Jahre altes Auto. Also eigentlich alle Voraussetzungen, um bei der Formel 1 mitfahren zu können. Ja. Man lässt mich nicht. Und eine schicke Brille haben sie auch noch. Eine schicke Brille habe ich auch noch. Ja, und man lässt mich nicht. Verstehen Sie? Denkbare Brille. Und so kommen die Auftritte von Habeck vor. Ne? Ja, es ist also keine schlechte Lage, nur die Zahlen sind schlecht. Wunderbar. Ja. Es fehlt im Iran nicht an Menschenrechten. Nein, nur die Zahlen der Hinrichtungen haben zugenommen. Ja. Genau, genau. Also es ist, das zeigt ja, was die ganze Welt auch auf dem Kopf steht. Wir haben da diesen Paradigmenwechsel. Also Frieden ist Krieg und Krieg ist Frieden. Rechts ist links, links ist rechts. Und diejenigen, die jetzt für Frieden sind, sind die Bösen und die Gutmenschen sind für Krieg. Und es zeigt ja schon mal die Absurdität unserer Zeit eigentlich auf. Und deswegen lief ja unser letztes Gespräch auch so gut, weil wir das alles ganz rationell und logisch genauso gesagt haben, was Millionen da draußen anscheinend
ein Denken. Und wobei ich schon finde, dass der Pazifismus, den zum Beispiel Sarah Wagenknecht und Frau Krone-Schmalz verbreiten, auch sehr bedenklich ist. Nicht wahr? Einem Opfer zu empfehlen, sich zu ergeben, um weitere Schmerzen nicht zu erleiden, das ist schon ein sehr gepflegter Zynismus. Aber was würden Sie zum Beispiel, Ukraine ist ja auch ein Thema, aber die Kriegsrhetorik der letzten Wochen, Monate ist mir auch teilweise negativ aufgefallen, habe dazu auch einiges geschrieben und Videos gemacht. So eine Kriegsrhetorik habe ich in meiner Lebzeit noch nie gehört. Nach dem Motto, in 5 Jahren steht Putin an der Elbe und wir müssen uns wehrhaft und wehrtauglich machen. Was denken Sie denn darüber? Also ist es nicht auch eine erschreckende Kriegsrhetorik? Ist es tatsächlich vonnöten und glauben Sie, der Russe wird wirklich einmarschieren oder wie sollte man sich da verhalten, auch bezüglich der Waffenlieferungen? Ich weiß nicht, ich kann niemandem Ratschläge geben, wirklich nicht. Das überfordert mich total. Und ich werde auch der NATO keine Ratschläge geben. Aber ich finde in der Tat, dass man bei Putin mit allem rechnen muss. Mhm. Wenn ich Freunde in Polen besuche, die rechnen wirklich mit allem. Auch mit der Möglichkeit, dass die Russen wieder sich einen Teil oder ganz Polen aneignen. Und was mich am meisten betrübt ist, wir nehmen schon wahr, was Putin mit der eigenen Bevölkerung anstellt. Aber allzu sehr diskreditiert das nicht in unseren Augen. Meine, nach der Nawalny-Geschichte kann man doch eigentlich jedes Flötenspiel, das man sich verständigen muss und an einem runden Tisch zusammen zu Ergebnissen kommen kann, muss man aufgeben. Der Mann kujoniert, knechtet, unterdrückt und ermordet seine eigene Bevölkerung. Was für eine Form von Miteinander kann man dann von ihm gegenüber anderen Bevölkerungen erwarten? Insofern finde ich Militanz gegenüber Putin vollkommen richtig. Die Frage ist nur, ob sie geleistet werden kann. Weil das, was wir gegenüber der Ukraine leisten, das ist wirklich der alte Satz, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Und das ist, finde ich, unverantwortlich. Ich habe jetzt auch einen schrecklichen Bericht in der Tagesschau gesehen, wo irgendwann eine neue Waffenfabrik eingeweiht wurde. Und da gab es einen Spatenstrich, an dem war der Kanzler beteiligt, ich glaube, Herr Pistorius, leider auch Frau Frederiksen, die Ministerpräsidentin von Dänemark, die wirklich eine kluge Frau ist. Und die machten da so einen Spatenstrich, als würden sie eine Fabrik für Reifen da einweihen. Und dann gab es so entsetzliche Bilder, wo die so an einen Stand treten, wo so Geschosse stehen. Ich weiß nur, dass Granaten waren oder was auch immer. Jedenfalls sah es ein bisschen aus wie ein Tisch mit Dildos auf einer Berliner Sexmesse. Und die guckten sich diese Granaten, wissen Sie, so ehrfurchtsvoll an, so wie Frau Roth die Benin-Bronzen sich angeguckt hat, als sie zurückgegeben wurde an die illegalen Besitzer. Und das war so unappetitlich. Das war so, ich sehe ein, dass auch eine Munitionsfabrik gebaut werden muss, wenn man eine Armee hat. Aber diese Art, das zu einer Kindergartenveranstaltung runterzuschrauben, das fand ich grauenhaft. Da wurden immerhin Werkzeuge gebaut, die andere Menschen das Leben kosten würden. Das wurde so dargestellt, ja, als würde man gleich zum Oktoberfest gehen und ein Bierfass anstechen. Ja, ich habe es leider auch gesehen und ich habe das Gleiche gedacht, wie Sie es gerade gesagt haben. Es war ja an Geschmacklosigkeit kaum zu überbieten, nicht zu überbieten, dass man das so zur Schau stellen muss oder gut erscheint. Was denken Sie über die aktuelle Situation in Israel und Palästina? Ich finde es ja schrecklich, was da gerade momentan passiert. Was ist da Ihr Eindruck? Ich mache mir größte Sorgen. Ich bin ziemlich sicher, dass es für diesen Konflikt keine Lösung gibt. Vielleicht wird es eine in 100 Jahren geben, wenn es dann Israel noch gibt. Und ich glaube, dass Israel an die Grenzen seiner Verteidigungsfähigkeit gerät. Dass sich ein so gerüstetes, technologisch hochgerüstetes Land mit einer so effektiven, technisch überlegenen Armee dermaßen hat überraschen lassen, das ist absolut erschreckend. Das hätte nie passieren dürfen. Und es hat darauf, ich meine, ich verstehe ja, dass Israel in Gaza eingegriffen hat, ob es mit der richtigen Stärke eingegriffen hat oder nicht, ist eine Frage der Diskussion. Nur hinterher muss was passieren. Man kann doch nicht die Leute da in den Ruinen alleine zurücklassen. Das geht doch nicht. Und ich finde es erstaunlich, dass man über 3 Monate gebraucht hat, um immer noch nicht mit der Guerillatruppe fertig zu werden. Das ist erschreckend. Und ich finde es auch peinlich. Es könnte eine internationale Initiative geben, ich glaube schon. Aber ich meine, es ist kein Zufall, dass niemand den Gazastreifen haben will. Weder die Vereinten Nationen wollen ihn verwalten, Ägypten will ihn nicht haben, die Jordanier schon gar nicht. Das ist ein ernstes Problem. Das ist wirklich. Und
das ist auch für Israel eine absolute Überlebensfrage. Nicht, wie man die Hamas besiegt, sondern wie man sich mit der Bevölkerung dort auf irgendeine Weise arrangiert. Und es wird keine Zwei-Staaten-Lösung geben. Israel will es nicht, aus guten Gründen. Ich würde auch nicht gerne mit einem Nachbarn Tür an Tür und Zaun an Zaun leben, der gerade 1200 Menschen ermordet hat. Aber das Schlimme ist, dass die Palästinenser, nicht das Schlimme, das Natürliche ist, dass die Palästinenser auch eine solche Lösung nicht wollen. Es ist nicht zufällig die Parole from the river to the sea. Die Palästinenser wollen keinen Staat Israel haben. Die wollen einen Staat auf den Ruinen von Israel haben. Und das ist so klar, das ist so eindeutig, dass alles, was sonst alle behauptet wird, reines Wunschdenken ist. Und wissen Sie was? Ich kann das verstehen. Wenn ich 50, 60, 70 Jahre so gelebt hätte wie die Palästinenser, wäre ich auch gegen eine andere Lösung, weil die andere Lösung, die möglich wäre, würde die 50, 60, 70 Jahre Leiden, die ich hinter mir habe, vollkommen diskreditieren. Ich müsste mich dann fragen, warum habe ich nicht gleich nachgegeben? Warum musste es so viel passieren? Übrigens, so ähnlich bei der Ukraine, nicht wahr? Angenommen, die Ukraine hätte gleich am zweiten Tag nach dem Angriff der Russen kapituliert, gäbe es heute keine Ukraine mehr, aber es würde vielen Leuten das Leben, der Tod erspart geblieben sein. Ja, und Ähnliches gilt auch, die Palästinenser können nicht nachgeben. Mental sind sie dazu nicht in der Lage, zumal sie eigentlich ganz ordentlich versorgt werden von der UNRWA und anderen Organisationen. Sie müssen sich vorstellen, ein paar Wochen nach dem Überfall mit 1200 Toten auf der israelischen Seite, übrigens nebenbei bei weitem nicht nur Juden, da waren auch Mohammedaner dabei, Drusen, Christen, Besucher des Festivals, aber das spielt jetzt keine Rolle. Im Laufe der nächsten Wochen nach diesem Überfall hat die Bundesrepublik über 100 Millionen Euro an die palästinensischen Einrichtungen überwiesen. In dem festen, unerschütterbaren Glauben, dass das Geld an den Funktionären vorbeigeführt und in humanitäre Projekte investiert werden kann. Ja, sprachlos. Also ich meine, so viel Geld ist da versickert, auch bei der Hamas. Wissen wir ja alle, die Tunnelsysteme wurden, Milliarden wurden ja entdeckt und alles. Aber jetzt natürlich, wenn ich jetzt mit einem Palästinenser reden würde, würde er natürlich sagen, ja gut, wir haben jetzt glaube ich 30.000 Tote in der Zwischenzeit, also ein Vielfaches von dem. Und wahrscheinlich würde der auch sagen, Zwei-Staaten-Lösung sehen wir nicht. Ist es irreparabel? Wird es jetzt einfach weiter eskalieren? Oder muss da jetzt müssen die Weißhelme der UN rein? Oder wird es ein ewiger Krieg bleiben? Also das ist ja schrecklich, dieses Abschlachten auf beiden Seiten. Ja, die Weißhelme der UN haben noch nirgendwo etwas genutzt. Das stimmt, ja. Sich einige bereichert haben und die Zahl der Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen in deren Verantwortungsgebiet angestiegen ist. Ich weiß nicht, es sieht nicht gut aus und ich glaube nicht, dass es eine friedliche Lösung innerhalb der nächsten Jahre geben wird. Es muss so etwas wie eine internationale Intervention geben. Nur, es hat auch bei der Ukraine auch eine internationale Intervention gegeben, nämlich einen Vertrag, den die Ukraine mit Russland, Frankreich und ich glaube auch Deutschland unterschrieben hat. Und dafür hat die Ukraine die Atomwaffen abgegeben und abgeliefert. Und ja, in der Lage ist die Ukraine jetzt. Also Israelis, völlig zu Recht und völlig begründet, vertrauen keiner internationalen Lösung, weil sie halt gesehen haben, wie schnell eine solche Lösung zusammenbricht. Als die Hamas die Wahlen gewann, 206 glaube ich, oder 205, da hat es ein paar Tage gedauert, bis die Truppen, die UN-Truppen ihre Position dort aufgegeben haben und getürmt sind. Also eine internationale Lösung ist von Israel nicht angenommen werden. Weil sie auch nicht funktionieren kann. Sie kann es nicht. Ja. Sie hat nie funktioniert. Stellen Sie sich vor, man müsste Danzig internationalisieren, einmal mehr, ob das jemals klappen würde. Ja, wahrscheinlich nicht, leider. Aber ich bin überfordert mit dieser Frage, weil ich nicht... Ich auch. Deswegen, also ich rede mit allen Seiten, auch Ukraine und so weiter. Ich meine, in der Ukraine ist es einfach so, die werden diesen Krieg nicht gewinnen gegen Russland, auch wegen der wahrscheinlich mangelnden Munition, aber auch wegen der mangelnden Möglichkeit, weitere Soldaten an die Front zu bringen. Ja, die Masse macht es. Am Ende macht es die Masse. Genau. Und die Russen produzieren halt so viel und... wir wissen ja jetzt auch durch unterschiedliche Informationen, dass es ja schon einen Friedensvertrag gab im April, aber der nicht gewollt war und also im April letzten Jahres sogar schon. Ich finde es einfach nur schrecklich, weil ich bin ja überzeugter Pazifist, ich habe ja nicht gedient, muss ich ja zugeben. Vielleicht jetzt zu meiner Schande, Pistorius will ja, dass wir jetzt alle zur Waffe kommen und für die Regenbogenflagge Richtung Osten ziehen, aber
ich finde es einfach nur schlimm. Also wenn man diese Bilder sieht, auch in sozialen Medien, ich finde es unerträglich eigentlich. Weil man also ich bin kein Pazifist, weil wenn ich ein Pazifist wäre, würde ich heute nicht hier sitzen und Sie hätten, Gott behüte, eine Waffen-SS-Uniform an. Das wäre das Ergebnis. Das wäre das Ergebnis des Pazifismus gewesen, wenn die Amis, die Russen, nicht zu vergessen, auch die Russen und die anderen Alliierten nicht interveniert hätten. Ja, aber Herr Pohl, ich denke halt immer, die Menschheit muss doch irgendwann mal aus der Vergangenheit lernen. Und wir sind ja eine Spezie. Wieso hauen wir uns immer die Köpfe ein wegen irgendwelchen blöden Vorurteilen bezüglich Hautfarbe, Sexualität, Religion? Nein, deswegen hauen wir uns nicht die Köpfe ein. Wir hauen uns die Köpfe ein, weil das böse Teil unserer Natur ist. Und weil die Friedensbewegung und andere Idealisten, einschließlich der deutschen Bischöfe, es geschafft haben, das Böse aus der Gegenwart des Menschen zu verbannen. Wir sind alle nur gut. Wir sind alle nur gut. Wissen Sie, Menschen, die glauben, dass das Klima menschengemacht ist, glauben jeden Unsinn. Sie werden auch glauben, dass es das Böse in der Welt nicht gibt, dass es nur eine Frage der Machtmonopole ist. Mhm. Also sagen wir etwas zwischen Shell und Rosneft, das ausgetragen wird. Nein, das Böse ist ein elementarer Teil der menschlichen Natur und das will sie auch ausleben. Interessant. Etwas Ähnliches hat Dieter Nuhr bei mir im Interview gesagt. Er hat auch gesagt, also jetzt auf seine älteren Tage muss er auch sagen, er ist doch ein Freund von Gewalt und er glaubt auch, dass es einfach Böses gibt und das muss man tatsächlich auch bekämpfen. Vielleicht bin ich dann noch zu jung dafür. Vielleicht muss ich erst so weise werden wie Dieter Nuhr oder Sie, um das dann zu erkennen. Ja, gut, es ist, wie es ist. Wir werden sehen. Ich glaube, die Realität wird uns schneller einholen, als wir denken können, auch bezüglich der Ukraine und Russland. Momentan sieht es ja so aus, dass Russland diesen Krieg gewinnen würde und dass die Karten für die Ukraine immer schlechter werden, wenn es jetzt zu Verhandlungen kommen würde. Allerdings, das kann sein, aber wissen Sie, historisch betrachtet ist das eine Momentaufnahme. Es hat lange gedauert, bis sich die Überzeugung in Deutschland durchgesetzt hat, nämlich bis Anfang 45, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist. Ja. Ich hab, wann war nochmal die Schlacht von Stalingrad entschieden? Ich glaube im Februar 43, kann das sein? So war es, ja. Ja. Wissen Sie, wie lange es dann gedauert hat, bis Goebbels seine berühmte Rede im Sportpalast gehalten hat? Also die Zeit zwischen der Kapitulation in Stalingrad und der Sportpalastrede, das waren 16 Tage. Mhm. Ja, schlimm. 16 Tage. Ja. Und das Bewusstsein, dass sie verloren haben, hat sich damals noch nicht durchgesetzt. Aber irgendwann war es soweit. Deswegen fürchte ich genau wie Sie, dass Russland sich durchsetzen wird. Aber ich bin mir gar nicht so sicher. Weil etwas, womit wir nie kalkulieren und nie rechnen, ist der entscheidende Faktor in der Geschichte. Es ist der Zufall. Ja, das stimmt allerdings. Wobei, ich kann mir nicht vorstellen, aber vielleicht bin ich da auch zu naiv, ich hätte auch nicht vorstellen können, dass Putin in Russland, in der Ukraine einmarschiert, dass er es wagt, auf NATO-Gebiet zu kommen, weil dann weiß er ja, was ihm blühen würde. Das wäre dann der Untergang der Zivilisation eigentlich. Und deswegen bin ich da so skeptisch. Da bin ich mir sicher. Ich glaube, dass das Appeasement in der NATO ziemlich groß ist. Mhm. Das Sterben für Danzig könnte sich wiederholen. Wir spekulieren jetzt beide. Wir sind in einem Eis unterwegs. Ja. Aber wissen Sie, wenn er es ernst meint mit der Wiederherstellung des alten russischen Reiches, wird er auch nicht zögern, NATO-Gebiet zu betreten. Zumal er weiß, dass die NATO, nicht nur die Bundeswehr, nur bedingt abwehrbereit ist. Aber das würde ja auch bedeuten, dass die jetzige Ampelregierung ja eigentlich alles richtig gemacht hat, ne? Nämlich zu sagen, okay, Nord Stream wurde gesprengt, wir fragen nicht nach, wer es war, wir sanktionieren Russland, wir kaufen dann lieber das russische Öl und Gas über Indien teurer ein, wir holen das LNG-Gas aus den USA, wir schaden der deutschen Wirtschaft, wir machen den Atomausstieg aus ideologischen Gründen. Das würde ja bedeuten, Sie hatten ja dann recht mit dem Feindbild, der Russe kommt. Das weiß ich nicht. Also wir spekulieren jetzt auf eine Option, die sich noch nicht angeboten hat. Ja. Und ob die deutsche Regierung alles richtig, alles falsch oder teils gemacht hat, das werden wir bald wissen. Vielleicht schon in ein, zwei Jahren. Spätestens dann will die nächsten Wahlen anstehen. Aber man kann hier kein Generalrezept auswerfen. Wir wissen überhaupt nichts darüber, ob es vielleicht im Kreml oppositionelle Kräfte gibt. Ja. Wir wissen nur, dass Putin sich unglaublich absichert. Wahrscheinlich hat er drei Köche, die jeden Tag drei Gerichte kochen, wovon zwei weggeschmissen werden, weil es vergiftet sein könnte. Nehme ich an. Wir wissen nichts über den Widerstand, den es auch in Russland gibt. Die können doch nicht alle machtbesoffen sein. Gucken Sie, wie viele Leute ihr Leben riskieren, nur um Blumen an einer Stelle abzulegen. Mhm. Wie brutal diese Leute behandelt werden. Auch das wird eines Tages vorbei sein. Aber solange Putin regiert, ist er ein absoluter unberechenbarer Faktor. Ja. Und Sie und ich machen den Fehler, den Sie und ich
beide machen, ist, dass wir unsere Maßstäbe auf ganz etwas anderes anwenden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist so, als würden Sie die klassischen Algorithmen anwenden auf ein chinesisches Zahlensystem. Das würde nicht funktionieren. Oder auf irgendwelche Kalendertafeln der Inkas. Das sind inkompatible Systeme. Aber wir sprechen aus unserer Erfahrung heraus. Irgendwann war es aus. Irgendwann haben die Deutschen und die Franzosen kapiert, es bringt nichts mehr. Und man muss da nicht für Frieden demonstrieren. Entscheidend ist, dass ich nach Frankreich fahren kann, wann ich will, und die Franzosen herkommen können, wann sie wollen. Sie haben Massen von polnischen und russischen Touristen, die durch Tel Aviv laufen. Das ist wirklich Annäherung und nicht irgendwelche Verträge, die sie machen. Und ich bin ein richtiger stolzer Deutscher, wenn ich in meinen Kudamm gehe und ich höre, welche Sprachen da gesprochen werden. Ja, Wahnsinn, ja. Und wenn ich gar keine Ahnung habe, ich kann nur 3 oder 4 identifizieren. Da hat sich was getan. Und das passiert eben in Russland nicht. Das ist kein freies Land. Ja. Das ist ein Land, das ist eine Diktatur, eine gemeine Diktatur. Und wenn irgendjemand es verdient, Hitler des 21. Jahrhunderts genannt zu werden, dann ist es Putin. Außer sie fordern von einem Hitler des 21. Jahrhunderts, dass er Gaskammern einrichtet. Das wäre, wissen Sie, ich finde die Angst vor einer neuen Diktatur schon deswegen völlig übertrieben, weil man Konzentrationslager schon aus ökologischen Gründen nicht bauen könnte. Wegen CO2 geht nicht mehr, ne? Wegen CO2, ja. Ja, das würde den Ausschlag. Deswegen bin ich ganz sicher, es wird keine geben. Aber die Gaskammern und die Konzentrationslager und der Plan einer Endlösung, wenn man das als Faschismus definiert, dann gibt es keinen Faschismus mehr, nicht wahr? Aber leider ist Putin ein übler Diktator, ein richtiger Schurke rundherum. Und er ist der Nachfolger von Hitler auf seine eigene Art. Und ich weiß, dass das ein quasi Sakrileg ist, weil Hitler wollte ein ganzes Volk ausrotten. Putin will halt nur die Russen disziplinieren. Schlimm genug, mit welchen Mitteln er das macht. Hm. Und Konzentrationslager gibt es ja. Die heißen nur Lager und Umerziehungsstätten. Hm. Ja. Ja, das ist, ich meine, das Gleiche kann man auch natürlich über China sagen, ist ja auch eine Diktatur. Natürlich, natürlich. Und viele Emirate genauso. Jetzt sehen wir, also Nawalny, schrecklich, keiner, also. Es soll eines natürlichen Todes gestorben sein, mag sein oder mag nicht sein. Wir wissen, er war ein politischer Gefangener. Jetzt sehen wir aber, parallel haben wir natürlich auch noch Leute wie zum Beispiel Julian Assange, der ja auch im Gefängnis sitzt. Da gibt es ja relativ wenig Medienberichterstattung. Und nein, es gibt schon, es wird überall berichtet. Also aber, ich hab's gehört. Genau, aber teilweise ist das sehr negativ. Ich habe jetzt in der SZ was sehr Negatives gelesen. Er wäre nicht der weiße Ritter, für den man ihn hält. Ich finde schon. Ja, das ist keiner. Das ist keiner. Keiner, ja, aber ich fand schon großartig, was er der Welt natürlich geschenkt hat mit WikiLeaks. Ja. Ja. Und trotzdem sehe ich jetzt keine Demonstration zum Beispiel für Julian Assange oder auch für Edward Snowden, der ja auch zwar in Russland sitzt, aber er hat ja auch dann bewiesen, dass die Amerikaner selbst ihre guten Freunde, die Deutschen, abgehört haben. Also wie ist das zu bewerten? Wie sehen Sie das, dass solche teilweise Kollegen ja von Ihnen dann auch noch irgendwie im Gefängnis sitzen? Ja, es ist schrecklich. Es ist schrecklich. Es ist allerdings das, was Politik ausmacht, nämlich interessengeleitete Politik und Doppelmoral. Mhm. Daran werden wir nichts ändern. Ja. Ich finde das mit Assange auch schrecklich. Das ist so, selbst wenn er sich irgendeines Verbrechens schuldig gemacht hat, das reicht jetzt. Ja. Das, was er bis jetzt durchgemacht hat, das müsste eigentlich reichen. Ja. Und Es ist eine schreckliche Geschichte. Und irgendwie habe ich keine großen Sympathien für ihn. Ich weiß nicht weswegen. Vielleicht, weil ich so pro-amerikanisch bin. Aber das, was er mit ihm jetzt macht, das geht einfach nicht. Mhm. Das verstößt gegen alle Regeln der Menschlichkeit, wirklich. Mhm. Und er kann nicht mehr Schaden anrichten. Das müsste eigentlich reichen. Um ist gebrochen. Ja, das ist gebrochen. Er ist gebrochen, ja. Wenn Sie sagen, Sie sind pro-amerikanisch. Wie bitte? Ich bin hier nicht der sozusagen der Moralwächter, der pro-amerikanischen Achse. Ja, ja. Ja, Achse der Guten, ne? Wenn Sie jetzt über Amerika reden, jetzt haben wir da bald dieses Jahr diese wichtigen Wahlen. Was erwarten Sie da? Was würde passieren, wenn ein Trump Präsident werden würde? Keine Ahnung. Ich finde es nur jetzt schon schrecklich genug, dass zwei alte Männer, von denen der eine im Besitz seiner physischen Kräfte noch ist und der andere kaum noch, dass ein so großes, tolles Land wie Amerika mit über 300 Millionen Einwohnern und einer dermaßen hochentwickelten Wirtschaft, Industrie, Technik und Kultur es nicht schafft, andere Kandidaten aufzubringen. Allein ich bin schon woran liegt es denn? Die haben doch keine Leute. Also, ich glaube, es gibt so Gesetzmäßigkeiten. Einer davon ist, dass alles, was schief gehen kann, geht auch schief. Ich meine, wir haben doch von der sozialdemokratischen Regierung was anderes erwartet.
Nicht? Ja. Was haben wir verbrochen, dass wir mit 16 Jahren Merkel bestraft wurden? Ja. Das ist doch auch übertrieben, nicht? Ja, Ja, das alles, was schiefgehen kann, geht auch schief. Und zwischendurch hört es auf, schief zu gehen. Wie, kennen Sie diese wunderbare Geschichte von der Landung der Alliierten in Normandie? Juni 44, glaube ich. Und die Landung hat nur deswegen einigermaßen geklappt, weil sich Hitlers Adjutanten nicht getraut haben, den Führer zu wecken. Nein, ernsthaft, das wusste ich nicht. Ja, das ist belegt, ja. Oh, der D-Day, okay. Ja, der D-Day, ja. Der Führer und ich haben zwei Eigenschaften, die wir uns teilen. Die eine ist die Liebe zu Hunden und die andere ist Langschläfer. Und Adolf war ein Langschläfer und die haben sich nicht getraut, ihn zu wecken. In der Zeit konnten die Alliierten schon ein paar Brückenköpfe bilden. Nein, es ist ja lustig. Das ist ein wunderbarer Zufall. Weil der bis um 11 Uhr im Bett lag, hat Deutschland dann praktisch den Krieg verloren. Ja, das kann gut sein, das finde ich toll. Ja. Jedenfalls haben sie die Landung der Alliierten verschlafen. Und sowas kann überall passieren. Ich frage mich auch, wie wird vielleicht der Nahe Osten aussehen, wenn das iranische Regime zusammenbricht? Ja. Ja, dann werden die Karten komplett neu gemischt. Es ist doch kein Zufall, dass inzwischen 4 oder 5 arabische Staaten, nicht die progressivsten, aber immerhin diplomatische Beziehungen mit Israel ausgetauscht haben. Ja. Das letzte Mal, als ich in Israel war, vor 2 Jahren, glaube ich, standen wir in der Schlange am Flughafen bei der Ausreise und hinter uns standen 2 arabische Israelis, also Araber, die aber israelische Staatsbürger sind. Die haben sich unterhalten, 2 gut aussehende junge Männer. Und dann kam eine Frau aus dem Sicherheitspersonal dazu und fragte jeden, wo man hinfliegt. Und die fragte die dann auf Hebräisch, La'anatem nosim, wohin reist ihr, wohin seid ihr unterwegs? Und der eine sagte, Dubai. Und daraufhin sagte die Beamtin, Schalter 6. Ich meine, das konnte man sich vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen, dass jemand von Tel Aviv nach Dubai fliegt und dann noch nicht mal gefilzt wird. Ja, sondern nur Schalter 6. Ja, nur Schalter, fantastisch, wirklich. Das hat mir gut gefallen. Und sowas bestimmt auch den Lauf der Geschichte, die kleinen Banalitäten. Ja. Nicht die, wie hieß der Mann, Schabowski, der diesen Zettel gelesen hat? Schabowski. Ja, über die Grenzöffnung, das gilt, wenn ich glaube, ab jetzt, ja. Ja. Türen auf, Sturm los, ja. Zufall, ja, ein Zufall hat die Geschichte komplett geändert. Ja. So kann man nur hoffen, dass es jetzt auch so läuft in Zukunft. Wir brauchen, glaube ich, wieder mehr Zufälle, die Welt in die richtige Richtung lenken. Ja, weniger Planung. Ja, Sie haben ja diesen schönen Witz auch gebracht beim letzten Mal bezüglich, wie will man Gott zum Lachen bringen, ne? Ja, und er stellt einen Plan. Es geht nicht. Ja, man macht einen Plan. Planwirtschaft ist auch immer gescheitert bisher. Ja, und es gibt immer noch Leute, die dafür sind, nicht? Ja. Es ist so, ja, tatsächlich. Herr Broder, hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuschauern natürlich auch. Gibt es noch was zum Abschluss, was wir noch besprechen müssen? Haben wir was vergessen in unserem großen Rundumschlag um die Welt? Also wenn Sie jetzt abstellen und ich 20 Minuten meine Siesta gemacht habe, wird mir sicher ein Haufen einfallen, dass das ich dann machen wir wieder ein Gespräch. Genau, die Leute haben ja gefordert mehr Broder und Friedrich. Und ich würde dem Wunsch können wir entgegenkommen. Das machen wir doch sehr, sehr gerne. Und eventuell sind Sie auch dabei bei unserem Event Marc lädt ein im Mai, am 3. und 4. Mai. Große Ankündigung. Gibt es wieder ein großartiges Treffen mit tollen Leuten über alle Themen. Es geht dieses Mal um das Thema Zukunft. Zukunft Medien wäre natürlich Sie, der prädestinierte Kandidat, darüber mal zu sprechen, sich auszutauschen mit anderen. Es kommt, es geht um Zukunft Geldsystem, Zukunft Finanzen, Zukunft Politik. Also gerne mal reinschauen auf meiner Webseite mark-friedrich.de, um das Line-up zu sehen. Und mich würde es natürlich auch herzlich freuen, wenn Sie auch dann Ihren Beitrag dazu leisten könnten, wenn Sie Zeit hätten, vorbeizukommen, um über die Zukunft der Medien zu sprechen, weil wir sehen ja, die Medien haben ja ein kleines Problem. Das Vertrauen der Menschen erodiert ja immer weiter. Gibt es auch einen Arbeitskreis alte Männer und ihre kuriosen Brillen? Ja, absolut. Werden wir einführen, extra dafür. Ich finde die Brille ja sau cool. Also macht sie auf jeden Fall noch attraktiver und noch interessanter. Vielen Dank. Herr Broder, war mir eine Ehre. Danke, Herr Friedrich. Gerne. Und wenn es euch gefallen hat, gerne das Video kräftig teilen. Schaut es nach. Machen wir. Wir genau. Trommeln und tun. Okay. Genau, und das Buch von Herrn Broder findet ihr unten. Und Abo da lassen und bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen, Herr Broder, herzlichst. Machen Sie es gut. Danke Ihnen. Tschüss. Gerne.